So, liebe Leute, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play FIFA 18 Karriere mit dem Spiel gegen den FC Lugano. Heute gegen den Tabellenfünften. Ja, gut, der Vorsprung ist natürlich sehr souverän. Ich denke, das wird eine der einfachsten Saisons werden. Ja, wie gesagt, Lugano ist der nächste Gegner und wir schauen mal, was drin ist, ne? Ich denke, dass wir die Mannschaft auch unverändert lassen können mit dem Pokalspiel. Obwohl, nee, ich würde da... Ach, scheiße, ich wollte eigentlich schon auswechseln gehen. Na, egal. So. Auf geht's. Wieder Spieltag Nummer 23 der Liga. Und hier der nächste Schritt wahrscheinlich zur Meisterschaft. Ah, schade. Der war ein bisschen lang. Ich muss jetzt eh ein bisschen vorbereiten, was Folgen betrifft. Also ich spiele jetzt relativ viel FIFA. Ja, tut mir leid, es ist wirklich nur dieses eine diese zwei Projekte geworden sind, oder drei Projekte, die ich geworden sind, die ich da wollte. Aber ich hatte eigentlich gedacht, ich könnte noch ein bisschen was anziehen an Projekten, aber irgendwie wollte er nicht. Irgendwie hatte ich dann doch nicht so den Kopf, beziehungsweise die Lust, so weiter anzuziehen. Müssen wir mal gucken, wann wir das auf jeden Fall mal machen. Es wird wahrscheinlich demnächst noch ein Spiel kommen. Wieder. Nämlich PlayerUnknown's Battleground. Überlege ich nämlich gerade. Aber wieso überlege ich anzufangen? Ich musste das Spiel irgendwie noch die Tage zulegen. Und dann kann das theoretisch sein, dass ein bald ein Projekt kommt für den PC. Ah, verdammt. Moment, halt, Ball vergessen. Oh, schade, schöner Versuch. Unter der Woche gab es ja ein 4:0 im Pokal gegen die Young Boys aus Bern und dann Einzug ins Finale gegen den FC St. Gallen. Und jetzt geht es auch in der Liga wieder mit der nächsten Pflicht weiter. Ja. Obwohl die Liga eigentlich auch da nur relativ uninteressant ist, weil wie gesagt, der Vorsprung ist groß genug. Jetzt 60 Punkte. Und... ja. Wichtig ist halt in der Champions League, das Spiel noch gegen den FC OGC Nizza. Das Rückspiel ist nicht begangen mit 2:0 aus für den FC Basel. Und ja, wie gesagt, im Pokal steht man schon im Finale. Und im Pokal steht man eigentlich schon mit einem Mann im Viertelfinale. Ah, okay. Foul, ja. Ich glaube, man ist sogar noch unbezwungen die Saison, oder? Ich glaube, ja. Ich glaube, ich habe noch keine Niederlage kassiert. Und ja, ich spiele auf Weltklasse, bevor die Fragen kommen, was ich spiele. Na, man versucht aus der Distanz, aber Keeper hält. Eieiei, die verteidigt... hält der Verteidiger seinen Fuß rein. Ja, wie gesagt, es ist jetzt klar, wir würden ja die Chancen, wir haben ja die Chancen. Aber das zieht sich irgendwie so ein bisschen durch die Spielzeit, dass wir einfach die Chancen nicht nutzen. Ah, verdammt. Ah, ich wollte nochmal spielen, damit ich halt die Möglichkeit habe, den Verteidiger da zu überspielen.
Ah, schade. Mann. Ah, gutes Ding. Sophie. Schiedsrichter pfeift zur Halbzeit und es war für mich ein klarer Elfmeter, weil Sophie eigentlich da weggegrätscht wurde im Strafraum. Damit gehen wir mit einem 0 zu 0 in die Pause. Wobei das sehr glücklich jetzt für den FC Lugano. Wie gesagt, Basel hätte hier easy die Tore machen müssen. Aber okay. Ja, wie gesagt, Schocksverwertung ist teilweise gleich 0. Aber wenn man dann meistens das erste Tor gemacht hat, dann geht's auch, dann fällt dann irgendwann das zweite auch. Ja, Moment. Jetzt geht er durch. Ah, schade. Gut verteidigt. Gut verteidigt da. Ja, aber ja. Gut aufgepasst von Michael Lang. Ja, warte. Oh, der ist nicht schlecht, der Ball. Ah, Elionusi nochmal. Ach, der ist momentan sehr uneffektiv. Auf die andere Seite, ja, versuch was nochmal. Ja, genau, probieren wir einfach mal. Oh, der war nicht schlecht, der Ball. Und das war genau dieser Elionusi. Ja, ja, Basel muss sie dran ziehen. Wollen sie jetzt hier irgendwie noch was reißen? Ja, Elionusi probiert es nochmal. Und dann ist der Lang da. Und der haut das Ding übers Tor. Spielt mal wieder gegen einen vermeintlich leichten Gegner nur unentschieden? Fragezeichen. Auch Martinez scheitert mit dieser Situation. Es gibt Abstoß. Ja, ja, gut dazwischen gegangen, aber Abstoß. Ne? Man zieht hier unter der Woche die Bären mit 4 zu 0 nach Hause und jetzt nur dieses 0 zu 0 gegen Aktstand. Jetzt dieses 0 zu 0. So, jetzt rufen wir es nochmal. Mit dem Kolter über Lang. Der sich jetzt mal ein Herz nimmt und da versucht mal was aufzubauen. Versucht, aber dann so ein Pass da raushaut. Ja, aber ja. Gut gemacht, Goretzka. Ja, gegen zwei kann er nicht durchgehen. Krieg aber auch kein passieren. Jetzt gibt es sogar Ecke, oder? Ne, ein Wurf. Okay. Ich gedacht, es gibt eine Ecke. Es sind erst schon 78 Minuten rum. Jetzt vielleicht doch nochmal! Tor! Irgendwann stechen sie doch nochmal! 80. Minute, 1-0, Leon Goretzka. Lang, das hat er sehr gut gesehen. Sein 16. Saisontor mittlerweile.
Und Elio Nussi! Wanger 2-0, 82. Kurz nach dem Anstoß der Ballverlust für die Mannschaft Lugano und der Ball geht und er geht einfach da durch. Setzt sich hier durch gegen 4, ging keiner wirklich drauf. Ja, und dann steht es halt hier 2-0. Von gut 2 Minuten das nächste Tor, das zweite Tor. Da holen sie sich doch noch diese Punkte. Die 3 Punkte, oder? Wie gesagt, im Fußball ist immer alles möglich, ne? Stocker. Ja, okay, der war gut gedacht, aber naja. Ah, schade. Die geht weit weg. Jetzt versuchen wir es nochmal. Xhaka. Toll an Xhaka. Ja, vielleicht doch nochmal irgendwas probieren. Nein, Stocker. Aber der Keeper was dagegen hat. Aber egal, 2-0. Doch noch 3 Punkte für den FC Basel. Spät, aber sie sind noch gekommen. Gut. Gut, das würde ich sagen, war es doch schon wieder für heute. Ja, liebe Leute, das geht jetzt schnell. Ich glaube, jetzt können wir das Rückspiel gegen Nizza, beziehungsweise morgen. Und ja, dann freue ich mich, wenn ihr dann hoffentlich wieder mit dabei seid. Oh, 24 Punkte vom Vorsprung, 8 Spielzeiten. Ja, wir brauchen noch 5 Siege, um den Titel zumindest national erstmal zu holen. Naja, ob wir das schaffen, den weiteren Weg seht ihr dann ab der nächsten Folge. Ciao, ciao.